Herzlich willkommen. Mein Name ist Dominique Moret und ich bin vom AGV Region Braunschweig und darf Sie heute durch das Seminar führen. Thomas Fengler ist seit über 30 Jahren internationaler Unternehmer, Berater und vor allem Pilot und hat es sehr gut geschafft, auf ganz praktische Art und Weise das Crew Resource Management Modell aus der Luftfahrtindustrie in Unternehmen zu übertragen, um auf diese Weise Mitarbeitende und vor allem Führungskräfte leistungsfähig zu erhalten, auch in unsicheren Zeiten, so wie wir sie aktuell erleben. Ja, Herr Fengler ist uns jetzt live aus seinem Cockpit zugeschaltet und wir freuen uns sehr, dass Sie da sind, Herr Fengler. Herzlich willkommen zum heutigen Seminar führen. Ja, hallo Frau Moret. Von wo aus sind Sie denn hallo, heute Frau Moret, im hallo, Cockpit? Hallo, liebe Teilnehmer. Ja, wir haben unseren Airbus 320 heute mal in Innsbruck gelandet und stehen auf der Südwestbahn, auf der 2000 Meter Südwestbahn. Innsbruck gehört ja zu den 5 schwierigsten Airports in der Welt. Das stimmt nicht, in Europa. Und ich habe heute mal kein Szenario aus der Luft gewählt, wo ich das Flugzeug mit Autopilot fliegen lasse, weil wir heute in dem ersten Webinar, anders als in Deep Dives, da sind wir dann immer in der Luft, wir haben sehr starke Gewitterlagen über Europa durch diese Wetterlage jetzt. Und wenn ich jetzt fliege und nicht aufpasse und in so ein Gewitter einfliege, dann bekomme ich hier ernstliche Probleme im Cockpit. Denn das ist ein professioneller Trainingssimulator. Wir haben 1:1 die Verkehrslage, 1:1 das Wetter und auch natürlich 1:1 die Technik hier abgebildet, wo Piloten werden ja auch darin vollwertig ausgebildet heute. Und wenn ich dann ständig abgelenkt bin von Ihnen, ist das für dieses erste Einführungswebinar nicht gerade für Sie besonders angenehm. Da bin ich hier nur am Fliegen, weil so ein Airbus muss ja normalerweise mit 2 Piloten geflogen werden. Und wenn ich den dann alleine fliegen muss, dann muss ich mich schon ziemlich konzentrieren auf die Sache. Deswegen haben wir uns heute mal hingestellt, aber das Wetter im Hintergrund ist live. Ab und zu kommt mal ein kleiner Donner, den Sie wahrscheinlich nicht hören. Vielleicht blitzt es nachher auch mal. Das bitte nicht wundern, ist dann ein vorüberziehendes Gewitter hier in Innsbruck. Wunderbar. Ja, da gehen wir doch lieber auf Nummer sicher und sind jetzt sehr gespannt darauf, was Sie uns für die aktuelle Zeit mitgeben können, um gut durch die Krise zu navigieren. Ja, was bedeutet das, Krise? Und es wird heute einen kleinen Einführungsvortrag über dieses Führungsmodell Crew Resource Management aus der Luftfahrt geben, was ich in Unternehmen auch in der Krise sehr erfolgreich einsetze. Ich mache das gerade in 2 Mandaten. In einem Mandat bin ich schon sehr, sehr lange tätig. Bin quasi mit dem Unternehmen in diese Corona-Krise reingeraten und habe das aus Geschäftsleitungssicht quasi mit begleitet oder auch aktiv mitgeführt. Wir haben da außerordentliche Erfolge mit. Das heißt, das Unternehmen ist bisher völlig problemlos durch diese Krise gekommen. Was ich schon sehr lange begleite als andere Unternehmen, hat es sehr gut verstanden, bisher diese Krise zu meistern auch. Warum funktioniert das so gut? Weil die Luftfahrt früh gelernt hat, eben, dass Krise Normalfall ist. Nicht die Krise, wie Sie sie jetzt kennen, dass 95% der Flugzeuge am Boden stehen, sondern wenn Sie morgens als Besatzung ins Cockpit steigen, dann haben Sie eigentlich immer so eine Halb-Acht-Stellung, weil Sie wissen, es geht immer irgendwas schief. Es ist immer irgendwas nicht nach Verfahren. Irgendwas muss immer geregelt entschieden werden, was sehr schnell Ihr Leben bedrohen kann. Und zwar von der einen auf die andere Sekunde. Und darauf sind Sie einfach vorbereitet. Und bevor man dieses Modell hatte, sind dadurch hauptsächlich die Unfälle ausgelöst. Wenn ich gehe da gleich in meinen Folien nochmal drauf ein, wenn ich Ihnen das Modell kurz vorstelle. Und deswegen funktioniert das eben sehr gut, wenn man dieses Management, dieses Führungsmodell und auch Arbeitsmodell in Unternehmen geeignet überträgt, das Unternehmen unheimlich resilient zu machen. Das heißt, es kann mit solchen Situationen, die man ja heute nach Sicht steuern muss, wo man sehr wenig Fakten hat, wo man sehr schnell Entscheidungen treffen muss, die möglichst richtig sind, wenig Fehler beinhalten, kann man das sehr gut übertragen. Was kann man also als in der Krise vom Piloten lernen? Das Crew Resource Management ist das Modell, was ich eben erwähnt habe. Und wenn wir da mal weitergehen, warum hat die Luftfahrt das gemacht? Die Luftfahrt musste einen Wandel durchlaufen Ende der 1970er Jahre, als die Unfälle trotz immer perfekterer Technik zunahmen. Das äußerte sich nachher in einer Totalkatastrophe, dem schlimmsten Unfall, der überhaupt passiert ist in der zivilen Luftfahrt, bisher in Teneriffa,
1977 war das, meine Frau nickt, 77 Zahlen kann ich mir aber nicht so genau merken, wo zwei Boeing 747 Jumbo Jets, der KLM und der Pan American Airways, damals eine sehr renommierte Gesellschaft in den Vereinigten Staaten, mittlerweile ja nicht mehr existent, damals galt das als Staatscarrier der Vereinigten Staaten, als Aushängeschild, in Teneriffa zusammengestoßen sind am Boden, beim Startvorgang im Nebel und fast 600 Tote dabei herausgekommen sind. Warum ist das passiert? Nicht, weil irgendwo ein technisches Versagen aufgetreten ist oder weil irgendwo eventuell eine Verkettung von technischen Fehlern aufgetreten ist. Nein, der Flugkapitän, der KLM, Ausbildungsleiter der KLM, Vorzeigepilot in der gesamten Welt, als einer der erfahrensten Flugzeugführer überhaupt weltweit, machte einen kapitalen Fehler. Man möchte fast sagen, ein Anfängerfehler. Er startete nämlich seine mit über 300 Mann besetzte Boeing in dichtem Nebel bei 100 Meter Sicht ohne Startfreigabe. Und hinten quer auf der Bahn stand eben der Pan Am Jumbo, der sich verrollt hatte. Und dann war das Drama passiert. Warum hat er das gemacht? Weil er die Nerven verloren hat, schlichtweg. Nach 4 Stunden permanentem Stress. Es hat sich eine Fehlerkette aufgebaut von über 4 Stunden Dauer. Er war nicht mehr zu bremsen, obwohl seine beiden Besatzungsmitglieder, der Flugingenieur und der Co-Pilot, es versucht haben, ihn zu bremsen, war das nicht mehr möglich. Er hat sich durchgesetzt, wie er das gelernt hat im Leben. Der Kapitän, der Held der Luft, setzt sich durch und löste damit die größte Katastrophe in der Luftfahrtgeschichte aus. Und dann hat man sich ans Herz gefasst weltweit, hat sich getroffen im Rahmen der internationalen Luftfahrtorganisation IATA und hat gesagt, wir müssen dieses System ändern. Luftfahrt ist ein Massenverkehrsträger geworden. Wir hatten vor der Corona-Krise und irgendwann werden wir es auch wieder haben, ständig 1 Million Menschen in der Luft. Und wir können uns es nicht leisten, mit den Fehlerquoten zu arbeiten, wie Krankenhäuser arbeiten oder wie Industrieunternehmen arbeiten. Da gehe ich nochmal drauf hin. Und dann hat man dieses Crew Resource Management zum Leben erweckt. Und zwar nicht nach dem Motto, was machen wir denn heute mal, sondern man hat die Wissenschaft bemüht, man hat namhafte Universitäten und Forscher bemüht und hat gesagt, wir brauchen etwas Neues, wir wissen aber nicht was, denn wir wissen uns kein Rat mehr. Wir bilden die Individuen perfekt aus, wir haben eine nahezu perfekt funktionierende Technik und trotzdem passieren solche Fehler. Und daraufhin ist dieses Modell seit 30 Jahren in Kraft und gilt heute als fehlerärmster und effizientester Arbeitsplatz der Welt. Wenn wir uns die fatalen Fehlerquoten mal oder angucken, hier in dieser Ansicht jetzt sehen Sie alle Zahlen auf einmal. Space Shuttle hatte damals mit 4% Fehlerquote kalkuliert. Das heißt, von den Gesamtanzahl der Shuttles, die gestartet sind, sind 4% tödlich verunglückt. Das haut auch ungefähr hin, hat man einkalkuliert, weil man gesagt hat, Astronauten, früher Testpiloten der Navy und Luftwaffe in den Vereinigten Staaten, waren gewohnt, mit der Chance 1:4 zu sterben. Und deswegen hat man dort keinen weiteren Aufwand getrieben. Die Einstellung hat sich der NASA hat sich aber heute auch gravierend geändert. Das macht man heute nicht mehr. In der Industrieproduktion rechnet man mit einer, wenn man gut rechnet, mit einer fatalen Fehlerquote, also einer Fehlerquote, die dann wirklich Massenentlassungen, die Vernichtung des Unternehmens zur Folge haben, gegebenenfalls zumindest einen erheblichen wirtschaftlichen Kapitalschaden anrechnen von 1%, manchmal auch sogar bis 5% hochgehen. Das wird jetzt in der Corona-Krise wieder sichtbar werden. Es werden die Unternehmen nicht überleben, die nicht gut aufgestellt sind und diese Krise nicht meistern, beziehungsweise vorher schon kapitale Fehler gemacht haben. Ja, dann die Intensivmedizin mit 0,5%. Das heißt, jeder 200. Patient geht kränker raus aus dem Krankenhaus, als er reingekommen ist. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass das oder in den Ohren schmelzen lassen, was das bedeutet. Wir haben 19.000 Tote laut Erhebung der Krankenkassen, die vermeidbar sind in Kliniken durch Fehler, die von Menschen gemacht werden, die vermeidbar sind. Obwohl man dort schon ein hohes Maß an Sicherheit propagiert, aber es fehlt das geeignete Führungsmodell dazu. Das heißt, reine Theorie niedergeschrieben nützt wenig. Vergleichen Sie das mal mit Ihrem Unternehmen.
jetzt im Laufe meiner Ausführung und dann fällt Ihnen vielleicht die eine oder andere Frage dazu noch ein, die Sie sagen, ich kenne aus meinem eigenen Bereich, aus meinem Team ähnliche Beispiele, wo so etwas aufgetreten ist. Wie kann man denn da jetzt vorgehen? Wir werden das in den Deep Dive Seminar nachher noch ganz konkretisieren. Hier im Cockpit werden Sie dann bei mir Szenarien fliegen und erleben, wo ich Sie ansprechen werde in kleinen Gruppen und sagen, so, jetzt haben wir hier eine Situation X. Wie kommunizieren Sie die oder wie würden Sie die kommunizieren oder wie würden Sie Entscheidungen versuchen herbeizuführen? So, und jetzt haben wir die Airlines und Sie sehen, da haben wir eine ganz andere Quote. Wir haben 0, und dann kommen 5 Nullen, 1%. Also 1 zu 100 Millionen ist die Quote, die Fehlerquote. Das bedeutet heute für eine renommierte Airline wie die Deutsche Lufthansa, die im Normalfall außerhalb Corona, muss ich ja jetzt immer dazu sagen, 3.500 bis 4.000 Flugbewegungen pro Tag hat, bedeutet, dass alle 50 bis 60 Jahre einen Verlust eines Flugzeuges. Wenn die Deutsche Lufthansa, Sie können jetzt mal mitrechnen, nach den Vorgaben der Intensiv- oder nach den Zahlen der Intensivmedizin arbeiten würde, also so arbeiten würde in den Cockpits und Kabine und auch am Boden wird heute das Crew Resource Management gemacht, bis hin zum Tankwart, bis hin zur Kabinen Putzfrau wird CRM praktiziert, auch die Bodencrews werden entsprechend geschult, teilweise machen wir das auch hier und die Flughafenmanagements werden geschult, weil eben auch das erheblich auf die Sicherheit Einfluss hat. Wenn der Tankwart falsch tankt oder wenn hinten beim Reinermachen der Maschine ein Fleck nicht bemerkt und richtig eingeordnet wird, der eventuell Hydrauliköl ist, dann kann das fatale Ursachen haben. Das hat man heute im Griff, obwohl teilweise bis zu 1000 Mann parallel an dem Flugzeug arbeiten im Linienverkehr, wenn das Flugzeug im Umlauf ist. So, wenn wir jetzt also mit der Intensivmedizin arbeiten würden, das würde bedeuten, ich drücke das immer gerne in Bildern aus, dass circa einmal in der Woche ein vollbesetzter Langstrecken-Airbus über Deutschland abstürzen würde mit entsprechenden Toten. Wenn wir arbeiten würden wie ein Industrieunternehmen, dann würde das bedeuten, dass die Lufthansa pro Tag ein Flugzeug zwei bis drei Flugzeuge verlieren würde. Das nur mal so als Vergleich. Sie würden definitiv schon in dem Fall, den ich mit der Intensivmedizin verglichen habe, mit dem einen Absturz pro Woche, würden Sie nur noch mit Grummeln oder gar nicht mehr in ein Verkehrsflugzeug einsteigen. Heute erleben wir in dieser Krise Corona, wie hoch das Sicherheitsbedürfnis der Menschen ist und wie viel Aufwand getrieben wird, um Menschen wirklich sicher zu schützen. Wir haben in unserer westlichen Welt, in unserer Komfortwelt eine Kaskomentalität, eine Vollkaskomentalität entwickelt und über die können wir uns einfach nicht mehr hinwegsetzen. Deswegen muss die Luftfahrt diese Bedingungen erfüllen. Für die Luftfahrt ist das existenzbedrohend, wenn sie das nicht mehr tut. Und deswegen hat man das auch entsprechend so, pflegt man dieses System seit 30 Jahren so extrem intensiv. Es ist mittlerweile in der 7. Entwicklungsstufe. Flugzeugbesatzungen müssen ja auch extrem trainieren, um das aufrechtzuerhalten. Wir gehen mal weiter. Das Vorbild Luftfahrt führte eben, hier sehen Sie es nochmal in der Statistik, 80% der Unfälle wurden durch die Besatzung selber ausgelöst, nicht etwa durch die Technik vor dem CRM. Und von diesen 80% nochmal 80% durch die oberste Führungskraft an Bord, den Kapitän selbst. Warum? Keiner wagte ihm zu widersprechen, obwohl man gesehen hat, er macht einen kapitalen Fehler. Das war das System Held der Lüfte, was jetzt zu einem integrierten, intelligenten Teamplayer umgemünzt wird. Der Kapitän ist natürlich der Chef an Bord. Er hat natürlich auch das letzte Wort. Es ist aber jederzeit möglich, ihm zu widersprechen und ihm auch zu sagen, du machst einen Fehler, Chef, ohne dass irgendwie eine Missstimmung aufkommt. Jetzt vergleichen Sie das mal in Ihrem Unternehmen, wenn Sie das letzte Mal Ihrem Chef sagen durften, Chef, du machst das falsch, das ist nicht richtig, was dann eventuell eine Reaktion kommt oder im Kollegenkreis. So, und das führte dann eben zu diesem Crew Resource Management. Sie sehen, dass vergleichbar die anderen Unfallursachen dagegen relativ gering ausgefallen sind. Aus was besteht das Crew Resource Management? Und jetzt werden Sie Begriffe lesen, die werden Sie kennen. Das ist das Thema Kommunikation, ganz oben an oberster Stelle. Ich nenne es immer, das ist die Mutter des Gelingens. Warum? Ohne Kommunikation führt der Rest, der jetzt folgt, nicht. Nämlich führen, entscheiden, in Klammern unter Druck. Also wie entscheidet man, wenn hoher Druck herrscht, wenn vielleicht Zeitmangel herrscht, wenn wenig Fakten da sind, wenn keine Verfahren da sind, wenn keine Procedures da sind. Dann Stress natürlich. Wie wirkt Stress eigentlich auf die Fehlerquote?
Und wir kommen last but not least zum Fehlermanagement. Da gehe ich ganz zum Schluss jetzt nochmal drauf ein. Fehlermanagement heißt nicht Qualitätsmanagement unbedingt. Also viele Qualitätsmanager fragen mich immer, ja, wir haben ein Fehlermanagement, das, was die mir beschreiben, ist kein Fehlermanagement. Das ist ein sage ich mal, dem Problem hinterherlaufen Management, aber nicht ein vorausschauendes, aktives Fehlermanagement. Wie das aussieht, da gehe ich ganz zum Schluss nochmal drauf ein. Fangen wir mit der Kommunikation an. Ich gehe das jetzt schnell durch. Ja, effektive Kommunikation liest sich einfach, hat die Luftfahrt definiert, klar, direkt, prägnant und rechtzeitig. Was heißt das? Vermeide unpräzise Begriffe, vermeide Andeutungen, sag nur, was für die Botschaft notwendig ist. Oder man kann auch in Lachs sagen, keinen Füllfunk produzieren. Rechtzeitig sprich es an, wenn es die Situation erfordert und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und schon gar nicht Hint and Hope, also hintenrum nach dem Motto Chef, man könnte ja mal, sondern vermeide Andeutung, werde direkt. Jetzt überprüfen Sie das mal in Ihrer Kommunikation, in Ihrer schriftlichen, mündlichen Kommunikation. Wir werden in dem ersten Deep Dive Seminar hier eine Übung gemeinsam machen im Cockpit und Sie sehen hier eine Menge wirre Knöpfe und ich werde Sie dann mal auffordern, mit mir zu kommunizieren und mir etwas zu beschreiben. Und dann werde ich Ihnen hinterher einmal sagen, wie ich es im Cockpit mache, wenn ich hier mit Laien drin sitze, denn wir führen ja diese Seminare hier in Präsenz, Präsenzseminar durch. Da setze ich ja hier Laien ins Cockpit. Ich setze mich hinten hin in den Jumpseat und lasse die das Flugzeug fliegen. Und das Flugzeug ist in den ganzen 5 Jahren, wo ich das mache, erst einmal runtergefallen. Das war dann mein Fehler hier in Innsbruck beim Start. In die andere Richtung war das. Habe ich mal nicht aufgepasst in einem Stresscoaching. Ganz zum Schluss hat er mir das Flugzeug überzogen. Und ansonsten ist hier noch nie ein Flugzeug abgestürzt, auch wenn ich nicht drin sitze. Warum? Weil ich eben das gelernt habe und diese effektive Kommunikation so anwende, dass auch ein Empfänger, der keine Fachausbildung hat, damit zurechtkommt. Überprüfen Sie das mal in Ihrem Unternehmen, wie das da aussieht. Wenn Sie neue Mitarbeiter einweisen, wenn Sie Probleme bewältigen, beschreiben müssen in kurzer, knapper Form, ohne dass da auch Missstimmung aufkommt. Wozu ist das eben nötig, so zu kommunizieren? Es vermittelt Informationen, stiftet Beziehungen. Auf das Beziehungsthema gehe ich gleich nochmal ein. Begründet vorhersagbares Verhalten und Erwartungen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dieses Begründen. Das fehlt in den Unternehmen ganz, ganz häufig, dass man Erwartung und Verhalten, was vorhersagbar ist, begründet und enthält Situationsbewusstsein und Aufmerksamkeit. Auch das geht manchmal verloren. Das fängt schon an, wenn gar kein Ziel definiert ist, wenn man kommuniziert. Ganz häufig fehlt Kommunikation ein Ziel und dann sagte mir neulich ein Geschäftsführer, ja, wir reden über dieses Thema schon seit Jahren, immer wieder seit Stunden und es kommt nichts mehr raus. Das ist genau das Problem. Letztlich ist Kommunikation damit das wichtigste Management-Tool, was Sie haben. Und das brauchen Sie gar nicht in große Fremdworte verpacken. Das kann man sehr einfach beschreiben. Die Kunst ist es nachher, die Fähigkeit zu entwickeln, es auch tagtäglich zu machen. Und nicht umsonst müssen Besatzungen bis zu 5-mal jährlich in den Simulator werden überprüft, weil selbst trainierte Flugzeugbesatzungen immer wieder in eine falsche Selbstwahrnehmung verfallen, immer wieder in die alten Muster zurückfallen. Der Mensch ist für eine präzise Kommunikation, eine wenig emotionale Kommunikation eben nicht programmiert. Und deswegen muss man das entsprechend immer wieder trainieren und überprüfen. Ich habe eben das Wort Beziehung erwähnt. Sie kennen das Kommunikationsquadrat von Herrn Schulz von Thun, einem berühmten Kommunikationswissenschaftler, Psychologen hier aus Hamburg. Mittlerweile auch schon relativ alt, hat berühmte Bücher dazu geschrieben. Dieses Modell ist relativ gut in den Medien zu finden. Und da sehen Sie unten Sie sehen insgesamt eine Äußerung, hat immer 4 Seiten. Und meine Frage im Seminar ist immer, gibt es auch Äußerungen, die nur eine Seite haben oder nur 2 Seiten haben? Dann höre ich ab und zu mal die Antwort, ja, uns geht es ja um die Sache oder wir bleiben ja sachlich. Dann sage ich mal, das geht gar nicht, weil da sind ja nicht 2 Roboter, die miteinander kommunizieren, sondern es sind Menschen. Und auch das vielleicht mal, reflektieren Sie mal auf Ihr eigenes Arbeitsumfeld. Wie oft haben Sie den Spruch schon gehört, bleiben wir mal sachlich oder wir kommen zur Sache zurück. Das ist gar nicht möglich. Sie haben immer eine Selbstkundgabe dabei, wenn Sender und Empfänger im Spiel sind. Sie haben immer einen Appell dabei und einen Beziehungshinweis. Ich sage Ihnen das mal an einem Beispiel. Berühmtes Beispiel von Herrn Schulz von Thun ist, ein etwas schon länger verheiratetes Ehepaar fährt Auto durch die Stadt. Sie fährt.
Ja, Sie merken schon, worauf ich hinaus will. Ja, es ist nicht besonders viel Verkehr. Sie fährt sehr verhalten, weil sie nicht so häufig fährt. Und weit hinten auf der freien Straße ist eine grüne Ampel. Und der Mann neben ihr sagt, da hinten ist grün. Und die Antwort der Frau lässt nicht lange auf sich warten. Sie sagt, fährst du oder fahr ich? So, und nun kommen Sie. Jetzt können Sie sich mal für sich beantworten, was hatten wir für einen Sachinhalt? Wo lag die Selbstkundgabe? Wo lag der Appell? Und welchen Einfluss hatte die Beziehung jetzt auf das Ganze? Analysieren wir das mal kurz. Der Sachinhalt ist relativ einfach zu beantworten. Die Ampel ist grün. Ja, das ist sachlich richtig gewesen. Die Selbstkundgabe von dem Mann war, mir geht das zu langsam. Ich habe aufgepasst, ich fahre durchaus mitgedanklich, ne, das weiß ich auch schon. Und mir geht das hier zu langsam. Und der Appell ist, fahr schneller. So, ne, also gib mal Gas. So, und der Beziehungshinweis der Frau war dann, du mischst dich ständig in meinen Fahrstil ein. Du lässt mich nicht in Ruhe Auto fahren, lass mich doch mal zufrieden. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, und das ist etwas, was über Schulz von Thun hinaus ich in meinen Seminaren auch immer sage, der Beziehungshinweis tötet den Rest. Das heißt, wenn die Beziehung nicht in Ordnung ist, wenn die Beziehung gestört ist zwischen zwei Menschen oder in einem Team, dann brauchen Sie über die Sache nicht mehr zu sprechen. Und ich erlebe das jeden Tag. Ich bin sehr viel in Mediation unterwegs, kam gestern aus einer insgesamt 8-stündigen Mediation in 2 Schritten zwischen 2 hohen Führungskräften. Und als wir dann mal die Ursache oder den Kern des doch eskalierenden Konfliktes auf die Sache zurückgeführt haben, ganz zum Schluss haben wir das erst machen können, dann war der Auslöser, der sachliche Auslöser für diese totale Eskalation, war lächerlich. Den hätte man in 10 Minuten besprechen können. Es war einfach lächerlich, darum ging es nachher nicht mehr, sondern es ging nur noch um Angriff, Verteidigung, Besitzstandswahrung und gekränkte Ehre. Und deswegen ist das so unglaublich wichtig, in Teams zwischen Sender und Empfänger, in einer Hierarchie eine saubere, ordentliche Beziehung zu haben. Das gilt übrigens auch im Privatleben, auch in der Ehe, und das gilt auch im Freundeskreis. Wenn die Beziehung nicht in Ordnung ist, haben Sie keine Möglichkeit mehr, über die anderen Dinge, speziell auch über Sachen, so zu reden, wie Sie sich das wünschen. Kommen wir zum Thema Führen im Schnelldurchgang jetzt. Führen besteht aus 3 wesentlichen Komponenten. Sie merken schon, ich arbeite hier wenig mit Buzzbegriffen wie Transformation und irgendwas. Das Crew Resource Management ist sehr empfängerorientiert und auch sehr praxisorientiert und beschränkt sich wirklich auf das, was wissenschaftlich auch fundiert erforscht ist. Und es sind 3 Komponenten, die das Führen ausmachen. Und das werde ich Ihnen gleich auch nochmal näher erläutern. Das ist Vertrauen. Ohne Vertrauen geht nichts. Das ist die Fachkompetenz, die natürlich auch da sein muss. Ganz wesentlich aber das Wohlwollen. Das heißt, das Wohlwollen von wem? Ich mache jetzt mal eine Pause. Überlegen Sie kurz. Ist es wichtig, dass der Empfänger oder der Sender, sprich in der Hierarchie der oben oder unten stehende, jetzt in der Praxis bei einem Unternehmen, Teamleiter, Team, Chef, Mitarbeiter, wer muss dieses Wohlwollen gestalten? Wer muss es aussprechen? Wer bestimmt das? Eben der Energie oben steht, ich sag mal die Machtseite, ja, also oben, der Einfluss hat auf den anderen, also der Chef, der Teamleiter, der muss dieses Wohlwollen generieren. Das kann nicht von unten passieren. Und das Argument, was ich häufig höre in Teams, ja, wenn mein Team oder wenn der und der sich so und so verhält. Nein, Sie bestimmen das, wie der sich verhält. Und ich habe in meinen 30 Jahren jetzt erlebt, ich kann das sehr stark beeinflussen, selbst bei sehr als schwierig geltenden Menschen. Was bedeutet das konkret? Hier auch wieder ein paar Folien übereinander gelegt, die nochmal im Vortrag nacheinander kommen. Du bringst mich nicht um, ne? Wo entsteht Vertrauen? Du betrittst mit mir überhaupt keinen Raum. Wenn ich hier mit dem Gewehr liege und auf sie schießen will oder sie umbringen will, dann kommen sie erst gar nicht. Sie gehen überhaupt nicht mit mir in irgendeine Form von Kommunikation oder Interaktion, wenn sie den Eindruck haben, ich betrüge sie. Und jetzt setzt die Fachkompetenz richtig ein. Sie kommunizieren, sie glauben mir das nicht. Sie kommunizieren mit mir nicht offen, wenn ich sie belüge, wenn sie den Eindruck haben, ich belüge sie. Aber das ist eben nicht alles. Jetzt kommt eine sehr gefährliche Ebene. Das ist nämlich die zwischen
Geschäftspartnern durchaus gültig ist und durchaus auch gewollt ist. Das ist nämlich, du willst mir wohl, wenn es dir nützt. Das ist dieses Win-Win-Verhältnis. Wenn Sie einen Kunden haben, mit dem Sie ein Geschäft abschließen, dann müssen beide Seiten davon einen Vorteil haben, sonst ist das kein gutes Geschäft. Und dieses Verhalten, was in Unternehmen, im Vertrieb zum Beispiel, ja durchaus an der Tagesordnung ist, im Einkauf, was an der Tagesordnung ist, wird häufig auf die Mitarbeiterführung übertragen und gesagt, und das höre ich auch von Führungskräften häufig, ja, das ist ja letztlich ein Geschäft, was wir beide abschließen. Ich will was von dem und ich führe den so, da haben wir beide was von. Das funktioniert nicht. Warum funktioniert das nicht? Weil sie in einer Hierarchie leben. Beim Kunden leben sie ja nicht in einer Hierarchie. Da sind sie auf Augenhöhe. Der Kunde hat durchaus eine Machtposition. Sie haben vielleicht auch eine, wenn sie ein Produkt haben, was er woanders nicht kaufen kann. Oder wenn sie einen Preis haben, den er woanders nicht bekommen kann. Aber im Unternehmen ist das nicht so. Da gibt es immer Mitarbeiter, die sind von ihnen abhängig, disziplinarisch oder fachlich oder beides. Und damit ist eine wirkliche Augenhöhe gar nicht herzustellen. Das heißt, wenn Sie darauf bestehen, Win-Win zu machen, dann wird er Ihnen immer wohlgefallen wollen, weil der wird ja keine Nachteile haben. Dann wird er Ihnen irgendwann eben nicht mehr die Wahrheit sagen. Und deswegen halte ich zum Beispiel auch von Tools wie 360-Grad-Feedbacks, wenn die Umgebung nicht passt, und ich werde gleich nochmal auf den wesentlichen Begriff, die wesentliche Voraussetzung dafür eingehen, nämlich die psychologische Sicherheit, wenn das nicht hergestellt ist, dann werden Sie nie die Wahrheit hören. Und das Einsamste, was passiert, ist häufig in obersten Führungsetagen, dass Chefs nicht mehr wissen, was in ihrem eigenen Unternehmen passiert. Die werden nur noch von morgens bis abends belogen. Oder wie sagte mir ein Vorstandsvorsitzender eines DAX-Konzerns einmal, die größte Angst, die ich habe, ist, von meinen Mitarbeitern belogen zu werden. Weil er dann nämlich Entscheidungen trifft auf der falschen Basis. Und das passiert in großen wie mittleren und kleinen Unternehmen jeden Tag. Wo müssen Sie also hin? Und das sehen Sie hier am letzten Punkt. Du willst mir wohl, wenn es dir, auch wenn es mir selbst schadet. Das heißt, wenn ich als Vorgesetzter trotzdem Wohlwollen ausspreche, obwohl ich weiß, wenn ich das zum Beispiel nach oben vertreten muss, kann das durchaus für mich mal eine enge Situation geben. Ich habe das als Flugkapitän häufiger mal erlebt, dass mein erster Offizier Bedenken bekommen hat beim Spritmanagement und dann habe ich das mit ihm zusammen vertreten, dass wir gegebenenfalls eine Zwischenlandung machen mussten, weil ich da gesagt habe, ich möchte keine Atmosphäre im Cockpit haben, die in Spannung endet, weil wenn ich sie belasten muss, nämlich wenn ich den brauche, wenn ich nachher eine Entscheidung treffen muss, die nicht im Handbuch steht, und das passiert im Flugzeug mindestens einmal am Tag, ja, die eskaliert, dann brauche ich den als Partner, dann muss der mir sagen, wenn ich was falsch mache, wenn ich falsch liege. Das wollte ich nicht belasten, habe also für die Airline relativ viel Geld ausgegeben bei der Zwischenlandung und musste das hinterher rechtfertigen. Hat nicht ein Problem gegeben, aber ich habe mein Kreuz dafür hingehalten. Ich habe gesagt, das ist eine Entscheidung, die habe ich getroffen als Kapitän, wohlwissend, dass es für mich eine Begründung war, die etwas komplizierter wurde oder die auch mal eine Nachfrage generierte. Hätte ich den übergangen und hätte gesagt, stellen Sie sich mal nicht so an, junger Mann oder junge Dame, setzen Sie sich mal auf Ihren Co-Pilotensitz, hier ist der Chef, hier, guck mal hier, ja, Fatih macht das schon, ja, jetzt kannst du mal was lernen. Das war übrigens die Mentalität der alten Flugkapitäne vor dem CRM, dann hätte er keinen Ton mehr oder diejenige keinen Ton mehr gesagt, dann hätte die mich hier ins Verderben fliegen lassen. Das wäre so lange gut gegangen, bis wir eine Situation gehabt hätten, wo es eng wurde und dann wäre hier der Unfall vorprogrammiert gewesen. Dann wäre ich irgendwann überfordert gewesen mit der Situation, weil ein Mensch nur bis zu einer bestimmten Grenze belastbar ist und dann wäre es das gewesen. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass Sie dieses Wohlwollen immer wieder neu leben, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Wohlwollen heißt nicht, jemanden, sage ich mal so, nach dem Tiergesetz zu loben, nach dem Motto, das hast du aber fein gemacht und das ist aber toll. Lob muss immer eine individuelle Ansprache und einen individuellen Grund haben oder ein Wohlwollen, eine Wertschätzung. Eine generelle Ansprache vor großer Mannschaft, ich finde euch alle ganz toll, ich habe euch alle ganz lieb, wie ich neulich von einer Führungskraft gehört habe, ist wertlos. Da lacht man innerlich drüber nachher, weil er es immer sagt. Ja? Kaum ist die Tür zu oder diese Sitzung vorbei, geht das Theater wieder los. Und es muss immer individuell aufrichtig und ehrlich sein. Und das ist ein für Sie als Führungskraft anstrengendes Geschäft. Und je höher Sie steigen, wird das immer anstrengender. Und deswegen sage ich auch den Führungskräften häufig, nehmen Sie einen Teil Ihres Gehaltes ruhig als Schmerzensgeld. Weil das ist nun mal so, dass Sie da auch manchmal vielleicht drunter leiden müssen und das entsprechend verarbeiten müssen. Aber das braucht Ihre Mannschaft, um Spitzenleistung zu erbringen. Gucken wir letztlich nochmal aufs Hierarchiegefälle. Das, was wir oft erleben in Unternehmen, ist das Erste. Es ist zu steil. Nicht? Chef ist fröhlich, alle anderen sind nicht fröhlich. Das ist aber eine Situation, die ist
nicht resilient, die ist labil. Das heißt, in Krisensituationen wie der jetzigen, in Corona, fällt ihnen das auf die Füße. Sehe ich in ganz vielen Unternehmen, die jetzt an die Wand fahren, keine Kreativität mehr haben, wo Mitarbeiter krank werden, teilweise kündigen in manchen Branchen, wo sie bessere Jobs finden, zum Beispiel in der Medizinbranche kann man sich die Jobs mittlerweile aussuchen. Ja, Teile der Lebensmittelindustrie, dito, dann laufen ihnen die guten Leute weg. Zu flach ist auch nicht gut, findet man nicht ganz so häufig, häufig bei jungen Führungskräften oder bei Führungskräften, die eigentlich hätten nie Führungskräfte werden sollen oder falsch ausgebildet worden sind, gar nicht ausgebildet werden sollen. Das ist nämlich, dass Mitarbeiter ist fröhlich, Chef ist unfröhlich. Das heißt auf gut Deutsch, dem tanzen alle auf der Nase rum. Jeder macht da, was er will, keiner macht, was er soll. Auch nicht gut. Sondern optimal ist eine flache Hierarchie. Das heißt, man muss wissen, wer auch hier wie im Cockpit, mein erster Offizier, wer der Kapitän ist. Wir haben hier ja hier zwei Rollen im Cockpit. Wir haben eine sogenannte Amtsrolle. Das heißt, der Kapitän bleibt immer der Kapitän und der erste Offizier ist immer sein Vertreter, also hierarchisch unter ihm. Aber wir haben auch eine Funktionsrolle. Das heißt, wir haben ein Pilot Flying, ein Pilot Monitoring und die wechseln ständig. Das heißt, auch ich als Kapitän bin manchmal Pilot Flying und habe ein Pilot Monitoring, der mir auf die Finger guckt, ob ich was falsch mache. So, das Vier-Augen-Prinzip. Und da ist es eben sehr, sehr wichtig, dass beide Seiten, auch wenn man über Fehler spricht, die gemacht werden, offen sind, beide Seiten dabei gute Laune behalten und das nicht als bösen Willen ansehen, wenn man mal auf einen Fehler hingewiesen wird. Deswegen muss die Beziehung absolut in Ordnung sein. Und was macht diese Beziehung aus? Das ist nämlich die psychologische Sicherheit. Das ist psychologische Sicherheit. Es ist die gemeinsame Überzeugung aller Teammitglieder, dass es ungefährlich ist, es im Team zwischenmenschliche Risiken einzugehen. Sie sehen, wieder völlig ohne Buzzwörter, ohne irgendwelche Fremdwörter arbeiten wir hier. Jetzt überprüfen Sie mal Ihre eigene Situation im Unternehmen. Ist das bei Ihnen so? Können Sie Risiken eingehen, zwischenmenschliche, ohne dass Ihnen das hinterher auf die Füße fällt, das Ganze? Ich sage Ihnen mal, ein Risiko ist zum Beispiel lächerlich zu wirken, nervend zu wirken, störend zu sein, als Besserwisser zu gelten, ewig das letzte Wort haben zu wollen, immer derjenige im Team zu sein, der sagt, ja, ich habe aber noch was. Ja? Kriegen Sie das zu spüren? Da reicht es übrigens aus, wenn der Vorgesetzte mit den Augen rollt oder das Team mit den Augen rollt und keiner macht was, keiner reagiert darauf. Nein, muss natürlich unterscheiden, sind es Menschen, die sage ich mal, generell gegen alles sind, nach dem Motto, komm, wir machen eine Weltreise, nee, ich will woanders hin. Ist aber in seltensten Fällen der Fall, sondern die meisten Menschen haben durchaus berechtigte Einwände, vielleicht noch zu einem Thema, was der Vorgesetzte schnell beenden möchte, weil er Zeitdruck hat zum Beispiel. Das ist etwas, was unbedingt zu vermeiden gilt. Wie stelle ich das her? Oder beziehungsweise, was sind die Ziele dieser psychologischen Sicherheit? Ist eben Vertrauen, offene Kommunikation und letztlich eine erfolgreiche Teamleistung. So, und wie stelle ich das Ganze her? Ich muss hilfreiche Bedingungen schaffen. Werkzeugraum, Zeit und Information. Wie oft erlebe ich es Unternehmen, dass weder das Werkzeug noch Raum noch Zeit wirklich zur Verfügung stehen und schon gar keine Information, weil es heißt, ja, das geht die nichts an oder es sind einfach Kommunikationsschranken im Unternehmen, die nie überwunden werden. Ja? Sorgfältig zuhören ist nicht gerade eine Stärke von Führungskräften, sondern die sind immer im Ansagemodus. Ich habe Unternehmen erlebt, wo Chefs es gar nicht mehr gemerkt haben, dass sie schon wieder in den Ansagemodus geraten. Und immer, wenn ich das dann hinterher mal reflektiert habe, ich sage, nein, habe ich doch gar nicht gemacht. Ich sage, aber Sie waren wieder der Einzige, der gesprochen hat. Ja? Die anderen haben auch nichts mehr gesagt. Wenn Sie nicht zuhören lernen, aktives Zuhören heißt, ich muss Einwände ernst nehmen. Ich muss Sichtweisen erfragen. Ich kann nicht sagen, ja, ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen was sagen, wenn was nicht in Ordnung ist. Das muss ich immer wieder im Gespräch erwähnen. Und bei mir ist fast jeder dritte Satz mit im Teams, auch in so Krisenmanagement, im Interimsmanagement, im Mentoring, ist immer, bitte unterbrechen Sie mich, wenn ich etwas Falsches sage. Ich möchte das, dass Sie mich unterbrechen. Das sage ich immer wieder und immer wieder und immer wieder, weil das für den Menschen eine Barriere darstellt, seinem Chef zu widersprechen oder auch einer höheren gestellten Person wie mich im Unternehmen, die wissen, ich bin mit der Geschäftsleitung gleichgeordnet, zu widersprechen. Das muss ich auffordern. Und ich habe manchmal, brauche ich Wochen und Monate, bis Mitarbeiter endlich es tun, bis sie endlich von sich aus dann auch reagieren und sagen, stopp, da stimmt was nicht. Ja, ganz wichtig. Muss man ständig trainieren, muss man auch ständig reflektieren. Da reicht auch eine reine Selbstreflexion nicht aus. Nach dem Motto, mache ich doch, höre ich ganz häufig. Und wenn ich es dann erlebe, merke ich schon in den ersten 5 Minuten, es wird nicht gemacht. Was sind die Wirkungen? Wenn
jeder überzeugt ist, dass seine Probleme wirklich wichtig sind, dass sein Können benötigt und anerkannt wird und dass seine Arbeit etwas bewirkt, das ist die berühmte Motivation, die Menschen daraus abbilden, dann haben sie Möglichkeiten zur Spitzenleistung. Ist nur eins dieser Ziele nicht erfüllt, haben sie diese Chance nicht mehr. Und dann wird ihr Unternehmen nicht ganz vorne stehen, wenn es ein anderes Unternehmen in der gleichen Branche gibt, welches das leisten kann. Es hängt von ihren Mitarbeitern ab. Das ist das, was wir im Cockpit natürlich hier extrem belasten nachher in den Seminaren, weil wenn das Team hier nicht funktioniert, fliegt die Maschine nicht, definitiv nicht. Ich lasse die ja nun hier in Realszenarien fliegen dann, auch unter teilweise schwierigen Bedingungen mit Störbildern, Triebwerksbrand, Ausfällen, kompliziertesten Zusammenhängen nachher, die entstehen. Da erwarte ich nicht, dass die fachlich gelöst werden. Dazu bin ich da, dass man fachliche Inputs gibt. Aber ich erwarte, dass die richtigen Verhaltensmuster an den Tag gelegt werden. Und die basieren immer auf psychologisch sicherer Atmosphäre. Und das ist das, was in den Unternehmen am häufigsten fehlt. Und deswegen haben auch sämtliche Führungsmodelle dort nicht die geringste Chance, weil diese psychologische Sicherheit nicht gelebt wird. Kommen wir kurz zum Vordeck. Das wird jetzt Bestandteil meines zweiten Deep Dives sein. Entscheidungen treffen ist dann einfach, wenn Ihnen ein Zettel gereicht wird, hier wie bei mir hier. Ich hole Ihnen die Checkliste. Ja, ich habe hier eine Checkliste für mein Flugzeug. Ja, ich halte die mal hier rein, so können Sie sehen. Wenn ich das ablese, Knopf gedrücke, so wie ich einen Start, Landung und diverse andere Schritte im Flugzeug vorbereite, dann ist alles gut. Tritt ein Umstand ein, der in so einer Checkliste in einem Verfahren nicht abgebildet ist, dann brauche ich ein Entscheidungsfindungsmodell, was Fehler vermeidet. Und was wird häufig in solchen Situationen gemacht? Es wird aus dem Bauch entschieden. Und das führe ich Ihnen in dem zweiten Deep Dive Seminar vor, deswegen gehe ich da heute gar nicht mehr weiter drauf ein. Das heißt, wir müssen Fakten sammeln, Optionen sammeln, Risiken bewerten. Wichtig ist, dass beim Fakten und Optionen sammeln keinerlei Bewertung stattfindet. Und dass Fakten auch wirklich Fakten sind und keine Vermutung, keine Interpretation. Und Sie werden merken in den Übungen, wenn Sie teilnehmen, mal, wie schwer Ihnen das fällt. Immer wieder und immer wieder. Und Vordeck ist das meistgenutzte Tool in Unternehmen in der Krise. Und mir haben Unternehmen schon ganz häufig, Chefs schon ganz häufig gesagt, Führungskräfte, Vorstände, wenn wir das jetzt nicht gehabt hätten, wenn wir das nicht geübt hätten, ständen wir nicht so da wie jetzt, gerade jetzt in der Corona-Krise. Ich gehe aber nicht weiter darauf ein, möchte Ihnen das nur schon mal genannt haben. Ein Entscheidungsfindungsmodell, was unter Druck hervorragend bewährt funktioniert, und zwar für alle Bereiche, für alle Organisationen. Wann macht man das? Wenn ich eben eine Checkliste habe, brauche ich das nicht. Wenn ich ein definiertes Verfahren habe, brauche ich das nicht. Aber wenn eine Krise auftritt, die ich nicht vorhergesehen habe, und Corona ist so ein Musterbeispiel dafür, also eine fehlende klare Handlungsanweisung habe, Stress entsteht, Zeitdruck entsteht, unbekannte Situationen da sind, dann brauche ich das. Ich kann es auch benutzen in Situationen, wo ich keinen Zeitdruck habe. Dann finde ich eben nicht irgendeine geeignete Lösung, sondern die beste Lösung. Auch das, deswegen haben sich viele Unternehmen, die ich betreut habe, mittlerweile entschieden, wir arbeiten immer mit Vordeck, grundsätzlich immer. Was übrigens auch den Mitarbeiter eine Hintertür lässt, immer auch mal einen Fehler oder auf eine andere Ansicht hinzuweisen. Vordeck versachlicht die Sache ungemein. Ja, lass uns doch mal Vordeck machen, ist auch für den Mitarbeiter ein willkommener Anlass zu sagen, Chef, wir müssen mal auf einer anderen Ebene jetzt über das Problem reden oder ich wünsche mir das, ohne dass das irgendwie einen falschen Unterton bekommt. Kommen wir noch mal kurz zum Thema Stress. Sie haben, und das ist die Grunderkenntnis, Sie haben keinerlei Chance, unter Stress fehlerarm zu arbeiten. Unter Stress meine ich immer den Stress, der über die von Ihnen zu erbringende Leistungsfähigkeit hinausgeht. Also ich rede immer über Überforderung, wenn ich über Stress rede. Das bedeutet nämlich, in dem Fall, wo Sie dauerhaft überfordert sind, wo Sie über dieser berühmten Linie liegen, der maximal möglichen Leistung, haben Sie eine Fehlerquote, die zwischen 11 und 1000 Mal höher liegt als im Normalbetrieb, sage ich mal, wenn Sie in dem normalen Level arbeiten. Das hängt immer von der Komplexität der Handlung ab. Bei einfachen Handlungen ist es eher 11-mal mehr Fehler, bei komplexen Handlungen 1000-mal mehr Fehler. Das ist wissenschaftlich durch den Fehlerforscher James Riesen mehrfach belegt, auch durch andere. Das ist auch einhelliger Stand in der Fehlerforschung. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, Stress gleich in Ansätzen zu begegnen. Und ich halte hier die Crews immer deshalb operabel, deswegen leistungsfähig, weil ich ihnen immer Mittel an die Hand gebe, den Stress
zu minimieren. Und das ist das, es gibt nur einen Weg, das zu tun, wie es auch Piloten lernen, portionieren, also in Kuchen einteilen, in Stückchen einteilen, Segmente einteilen, die dann in die richtige Reihenfolge zu bringen, nämlich nach Wichtigkeit, nicht nach Dringlichkeit. Nicht, was am lautesten Krach macht, ist unbedingt immer das Wichtigste. Ja? Erlebt man auch im Unternehmen, da wird ein Riesentheater um Nebensächlichkeiten gemacht, aber um das Hauptproblem, das ist nicht mal beschrieben, das Hauptproblem, habe ich neulich bei einem Fall erlebt. Ja, sondern es wurde um lauter Nebensächlichkeiten Wind gemacht. Dann das Delegieren ist ganz wichtig. Sie können alleine als Vorgesetzter nicht alles lösen. Sie brauchen Ihr Team, Sie müssen Dinge abgeben lernen. Ja, sonst werden Sie mit Ihrem Unternehmen und Ihrer Position niemals wachsen. Und dafür braucht man eben wieder, und da schließt sich der Kreis, Vertrauen etc. pp. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Auch das ist in der Fehlerforschung mehrfach und seit 20 Jahren nachgewiesen. Und die ganze Forschung, Fehlerforschung, auch die Forschung im Krisenhausmanagement ist in wesentlichen Punkten eine Feldforschung. Das heißt, es wird an Teams tatsächlich beobachtet und ausprobiert. Was sind die Warnzeichen? Die kann man sehr gut erkennen für Stress, Hektik, Unsicherheit, Verwechslung, nicht mehr reden, nicht mehr zuhören. Das ist etwas, was wir hier im Cockpit sehr gut dann praktizieren können. Die Teams müssen sich da gegenseitig beobachten, vor allen Dingen die Agierenden beobachten. Wenn eines der Warnzeichen auftritt, sofort gegensteuern. Ganz wichtig. Gehen wir nochmal kurz auf Fehler ein. Das Problem ist immer, was bei Fehlern ist, und das ist jetzt der letzte Punkt. Fehler kommen immer zum Schluss, das Fehlermanagement kommt immer zum Schluss, weil es müssen erstmal die anderen Voraussetzungen kommunizieren, führen, entscheiden, richtig in die richtigen Bahnen gelenkt sein. Die psychologische Sicherheit muss hergestellt sein, bevor ich überhaupt über Fehler reden kann, über Fehlervermeidung reden kann. Weil wenn diese offene Kommunikation da drin nicht möglich ist, habe ich keine Chance. Ein Fehler, und hier das Schweizer Käsemodell des Forschers James Riesen habe ich hier mal dargestellt, ist ja nicht, ein einzelner Fehler ist ja nicht meist das Problem. Ein Unternehmen geht nicht wegen eines Fehlers kaputt oder in Schwierigkeiten, nicht Schwierigkeiten. Ein Flugzeug stürzt niemals wegen eines Fehlers ab. Es ist immer eine Aneinanderreihung von Fehlern, die in einer fatalen Fehlerkette enden. Und nehmen Sie mal diese Scheiben von dem Schweizer Käsemodell, sehen Sie das mal als Barrieren an, die Fehler letztlich, welche verhindern, dass Fehler in eine Fehlerkette münden, also dass ein Folgefehler entsteht. Erinnern Sie sich an das Teneriffa-Beispiel, da hat es 4 Stunden lang Folgefehler gegeben aus verschiedenen Ereignissen. Und das Gemeine ist nämlich an diesen Barrieren, dass die löchrig sind, die haben immer irgendein Schlupfloch. Und das Schlimme ist, die wabern auch so ein bisschen. Ja? Also die stehen nicht immer gleich. Die sind situationsgesteuert, diese Barrieren. Das heißt, irgendwo, wenn es dumm läuft, wird ein Fehler, addiert sich oder schlüpft durch die Löcher und endet hinten in der fatalen Fehlerkette. Das war bei dem Kapitän von Zanten in Holland von der KLM, der dieses fürchterliche Teneriffa-Unglück ausgelöst hat, das Missachten der Startfreigabe. Ja, wenn nicht gleichzeitig auch Nebel herrscht hätte, wenn nicht gleichzeitig der Pan Am Jumbo sich verrollt hätte, wenn die nicht alle total vorher durch eine Bombendrohung unter Stress gestanden hätten, wenn die nicht alles eilig gehabt hätten, wenn nicht das spanische Bodenradar ausgefallen wäre, wenn, wäre das nicht schlimm gewesen. Dann wäre nichts passiert. Ja, dann hätte der gesehen, dass da hinten ein Flugzeug auf der Startbahn steht, wenn kein Nebel gewesen wäre. Es hätte der Controller entsprechend reagiert. Nein, aber das ist eben alles nicht passiert. Und dann ist der GAU da. So, und wir reden also immer über Fehlerketten, die vermieden werden, auch hier im Cockpit. Was meinen Sie, oft Piloten einzelne Fehler begehen, die dann aber durch das Unterbrechen, konsequente Unterbrechen der Fehlerkette verhindert werden? Und das ist letztlich, wie man solche Fehlerketten erfolgreich verhindert. Da fängt das Thema Fehlermanagement an. Da fängt es an. Ja? Und zwar nicht, wie arbeite ich einen einzelnen Fehler auf, stelle den ab, sodass es wieder läuft. Maschine geht nicht, repariere die und sorge dafür, dass die wieder läuft, sondern was mache ich, damit erst die Maschine gar nicht kaputt geht? Und was muss ich dabei beachten im laufenden Betrieb? Welche Parameter muss ich erfassen? Welche Warnzeichen muss ich ermitteln? Was muss ich daraus für Schlüsse ziehen? Wie muss ich die Verfahren ändern? Etc. Da fängt Fehlermanagement an. Hier sehen Sie es nochmal, es ist die gefährliche Handlung eines Menschen, der so einen Fehler vielleicht auslöst. Dann kommt die Vorbedingung dafür. Stress zum Beispiel, Zeitdruck ist eine ganz wesentliche Vorbedingung. Mangelhafte Führung. Es werden Vorgaben gemacht von der Führung, die nicht erfüllbar sind. Es wird nicht aufgepasst von der Führung, es wird nichts wahrgenommen. Die Führung ist nicht erreichbar, nicht ansprechbar. Ein ganz häufiger Punkt. Jetzt nicht, habe gar keine Zeit. Diese Woche nicht. So, höre ich ganz häufig. So, ich bin aber immer für meine Mitarbeiter da, kommt 3 Sätze später. Ja, das ist ein Witz schlechthin. So, wenn diese Führung nicht da ist, auch ein Faktor. So, und jetzt kommt noch der Einfluss der obersten Leitung. Es wird eine Vorgabe gemacht.
Da nehme ich immer gerne das VW-Beispiel, was auch die Teamforscherin Amy Edmondson in ihren Büchern über psychologische Sicherheit und Teamleistung sehr schön immer beschreibt. Wenn ich eine Vorgabe mache von oberster Leitung, wie damals Herr Winterkorn, nach dem Motto, wir müssen in den und den Zeiträumen die Autos so und so abgasfrei bei Höchstleistung produzieren, das heißt, die Motoren dürfen keine Einschränkungen hinnehmen, das ist nicht erfüllbar gewesen, aber kein Mensch traute sich, das auszusprechen, weil dann war der raus. Ja? So, und dann passiert genau das, wenn Ziele gesetzt werden, die nicht erfüllbar sind. Dann kann so etwas passieren, was bei Volkswagen passiert ist. Gibt es viele andere Beispiele auch. So, Fehlermanagement setzt voraus die psychologische Sicherheit, das heißt Bestrafungsfreiheit und ohne Schuldsuchung. Es ist vollkommen normal und jetzt in dieser Krise ist das tagtäglich der Fall, dass Sie Entscheidungen treffen müssen, wo Sie nicht wissen, ob die nicht hinterher noch Fehler beinhalten oder Faktoren beinhalten, die sich ändern, eventuell auch von außen, wo Sie korrigieren müssen, wo Sie feststellen, das geht so nicht. Innovation ist nicht möglich, wenn Sie Fehler von vornherein ausschließen wollen. Das ist nicht möglich. Schuld dabei hemmt Menschen. Wenn Sie jetzt jemandem sagen, ja, guck mal, das habe ich doch kommen sehen, du hast Schuld und dann wird er auch noch bestraft, der macht nie wieder was. Der ist auch nie wieder innovativ. Den neuesten Studien, die sind seit 15 Jahren immer gleich, haben etwa 40% aller Mitarbeiter in Unternehmen innerlich bereits gekündigt. Warum haben die das getan? Weil die überhaupt kein Risiko mehr eingehen. Die wollen auch keine Entscheidung mehr treffen. Ja, würde ich sagen, fällt mir eh alles auf die Füße. 30% kommen dann oder weitere 30-35% sagen, na, ich mache hier Dienst nach Vorschrift. Ich mache das, was man mir sagt, mehr mache ich auch nicht, sonst wird es gefährlich für mich. Nur 15% und diese Zahlen bleiben seit 15 Jahren gleich, seit 20 Jahren gleich, sagen, ich lehne mich hier noch ein bisschen aus dem Fenster und riskiere mal was. Warum ist das so? Weil diese psychologische Sicherheit fehlt. Kommen wir zum Ergebnis und dann sind Sie am Zug mit Ihren Fragen. Die Fehlerquote sinkt, wenn Sie nach dem Crew Assessment arbeiten, gewaltig. Die Fluktuation von Mitarbeitern sinkt. Das sehe ich in den Mandaten, wo ich länger bin, kriege ich die fast auf null. Krankenstand sinkt, den bekomme ich von oft über 10-15% habe ich in einem Fall gehabt. Innerhalb relativ kurzer Zeit bekomme ich den runter aufs Normalmaß von 3-4%. Da darf man nämlich liegen. Die Kreativität, das heißt auch die Risikobereitschaft eines Mitarbeiters steigt, mal etwas zu äußern, was vielleicht nicht bis zum letzten Punkt durchdacht ist, weil er es gar nicht machen kann. Also er ist einfach, er entwickelt auf einmal wieder Ideen. Und ich merke das, wie fruchtbar dann gerade in so einer Krise das für Unternehmen ist, wenn solche Ideen aus ihren Prozess-Owner-Kreisen, also Prozessinhaber-Kreisen kommen, von den Leuten, die tagtäglich mit Dingen arbeiten. Wenn dort etwas effektiver gestaltet werden muss, dann muss das von denen letztlich gefüttert werden. Das können sie nicht von oben am grünen Tisch. Ein Riesenfehler, der im QS, im QM gemacht wird, Qualitätsmanagement gemacht wird. Ja, das wird von oben einfach vorgegeben vom grünen Tisch, geht aber gar nicht, wird unten missachtet. Deswegen werden auch auf Checklistenverfahren nicht eingehalten. Und letztlich nährt das die Kundenzufriedenheit, das ist nämlich ihr Kapital im Unternehmen letztlich, sonst existieren sie gar nicht. Wir haben eine aktuelle Literaturliste, wird Ihnen gerne über den Arbeitgeberverband auch nochmal, werde ich mit Frau Moret, gleich kann ich die nochmal zur Verfügung stellen, können Sie bei uns auch in dem Blog finden, über unsere Webseite finden Sie den Blog, können Sie das sehen. Da sind auch aktuelle Artikel dazu, immer wieder zu diesen Themen drin, auch zu unseren neuen Online-Formaten, die wir jetzt in Corona-Krise aufgelegt haben, weil wir eben hier präsenzmäßig nicht so arbeiten können im Moment wie bisher. Ansonsten freue ich mich auf Ihre Fragen. War jetzt ein Schnelldurchgang, gebe ich zu. Wir werden aber im Deep Dive auf die Themen und da werden Sie dann auch aktiv hier beteiligt. Da fliegt dieses schöne Gerät, der Airbus 320 hier. Werden Sie dann da mal näher drauf eingehen können und wir werden kommunizieren, führen, entscheiden und Fehlermanagement dort nochmal in ausführlichen Runden, in kleinen Gruppen behandeln. Danke Ihnen erst einmal. Herr Fengler, vielen herzlichen Dank. Ihre Präsentation war wirklich sehr gut aufgebaut und super klar und verständlich. Deswegen bin ich sehr gespannt, welche Fragen es jetzt gibt. Sie haben die Möglichkeit, unten rechts in Ihrem Bildschirm, da ist ein Chatfenster, wo man ja wirklich fast ganz unten rechts die Frage eintippen kann und über die Enter-Taste die Frage an uns sendet. Ich werde die dann gerne an Herrn Fengler weitergeben. Und ja, bin jetzt selbst schon ganz gespannt, wie wir im Deep Dive Seminar mit Ihnen, Herr Fengler, tiefer in diese Themen eintauchen und auf die einzelnen Bestandteile des Crew Resource Managements und des VorDeck-Modells eingehen werden.
Ich kann ja schon mal ankündigen, das erste Deep Dive ist am 26. Mai zu den Themen Kommunikation und Führung. Am 3. Juni befassen wir uns intensiv mit dem Thema Entscheidungsfindung und am 9. Juli mit Fehlermanagement. Und anmelden können Sie sich gerne, es gibt noch wenige Plätze, über lau@agv-bs.de. Und sollten Sie da noch näher nachlesen möchten zu diesem Thema, finden Sie alle Informationen auf unserem neuen Wissensnetz unter www.agv-wissensnetz.de. Und dort werden wir auch die Aufzeichnung dieses Webinars zur Verfügung stellen. Und sind dann gespannt, wie gesagt, auf den Deep Dive. Welche Fragen haben Sie denn? Bislang kann ich noch keine im Chat sehen. Ah, da kommt die erste rein an Sie, Herr Fengler. Wie verändert sich Führung jetzt gerade in der Corona-Zeit? Stichwort Führung auf Distanz. Können Sie da etwas zu sagen, Herr Fengler? Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Vielen Dank dafür. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viel in Videokonferenzen und Telefonkonferenzen gesessen wie in dieser Zeit. Das ist wirklich extrem. Eine Erfahrung habe ich gemacht. Wenn Führung nicht schon zu Präsenzzeiten gut funktioniert hat, funktioniert sie in den Nicht-Präsenzzeiten, also wo man auf Distanz ist, gar nicht mehr. Das heißt, mir wird viel zu viel Wert gelegt auf so Buzzbegriffe wie Homeoffice, dass man das zu technisch betrachtet. Es ist nicht entscheidend, ob ich in einem Homeoffice oder in einer Telefonkonferenz jetzt nur geeignete Technik habe. Manchmal kann ich sogar mit einer mittelmäßigen Technik leben. Ich muss genau diese Bedingungen erfüllen, die ich hier im Crew Resource Management habe, nämlich offen kommunizieren können. Ich muss mich trauen, etwas zu sagen. Das kann man in einer Telefonkonferenz auf Distanz oder in einem Homeoffice wunderbar verbergen. Ich halte einfach mal den Mund und es merkt gar keiner. Ja, das ist, ich verschwinde einfach quasi, was mir in einer Teamsitzung so einfach ja nicht gelingt. Das sind alles Dinge, jetzt polarisiert das. Das heißt, Führungsprobleme, die in Unternehmen schon vor der Krise da waren, eskalieren jetzt. Das ist eine Erfahrung, die ich mache. Es ist unglaublich anstrengend, auf Distanz zu führen. Es dauert länger alles. Die Kommunikation dauert länger. Es sind schneller Missverständnisse da, die man aufklären muss. Ich habe das gerade in Telcos erlebt, wo ich so immer so in Zehnergruppen unterwegs war, so recht schon strapazierten Teamgrößen, wo teilweise sehr hierarchische Gefälle dabei waren, also Führungskräfte, Abteilungsleiter, Bereichsleiter bis hin zur Geschäftsführerebene mit drin waren. Das ist unglaublich schwer, die Offenheit zu leben, wenn sie nicht schon in Präsenzzeiten praktiziert wurde. Und deswegen trennt sich jetzt ein bisschen die Spreu vom Weizen. Und es wird mir viel zu viel in der Diskussion über die Äußerlichkeiten gesprochen. Wie mache ich meinen, sag ich mal, Home-Arbeitsplatz schick? Wie mache ich meine Kamera richtig? Ja, das ist auch wichtig, natürlich. Wenn die Technik nicht geht, ist schlecht. Aber das ist nicht die Herausforderung. Die Herausforderung ist das menschliche Verhalten dabei. Und das potenziert sich jetzt, die Fehler potenzieren sich, aber auch die guten Seiten potenzieren sich jetzt, wenn man auf Distanz führen muss. Vielen herzlichen Dank. Ich sehe gerade, eine zweite Frage wird gerade noch getippt. Ich selber frage mich jetzt schon die ganze Zeit, wie gehen Sie eigentlich vor? Sie haben im Vorgespräch erwähnt, morgen sind Sie zum Beispiel in einem Unternehmen vor Ort. Es geht um die Optimierung von Prozessen. Wie gehen Sie als Berater in dem Unternehmen vor? Wird zuerst das Modell gelehrt und dann geht es in die Praxis oder sind Sie erstmal stiller Beobachter? Verraten Sie uns also, das? Ja, das verrate ich Ihnen. Also erstmal habe ich da 3 Monate Vorarbeit leisten müssen, um überhaupt ein solches Gespräch hierarchieübergreifend führen zu können. Das heißt, da ist, sage ich mal, vom Geschäftsführer, Bereichsleiter, Abteilungsleiter, der Abteilungsleiter meist der Prozessinhaber, ja, beteiligt. So, und jetzt ist es ja ganz entscheidend, dass alle völlig unaufgeregt miteinander umgehen. Und den größten Aufwand hatte ich damit, das menschlich vom Verhaltensmuster vorzubereiten. Gar nicht inhaltlich. Inhaltlich war das weniger ein Problem. Inhaltlich war es insofern eine Hürde, weil ja die Prozessinhaber häufig sich nicht trauten, Dinge auszusprechen, die schon seit Jahren da bekannt sind. Weil sie entweder sagten, habe ich schon 10-mal gesagt, hört sowieso keiner hin. Ja,
Das ist der eine Punkt gewesen. Der zweite Punkt ist, ach nee, wenn ich das sage, dann stoße ich eckig bei dem wieder an, der ist aber mein Chef und das will ich nicht. Ich will ja keinen Nachteil haben. Eigentlich will ich ja hier abends zufrieden nach Hause gehen. Und also ich musste jetzt erstmal eine Atmosphäre schaffen mit sozusagen kleinen Wissenspools, die sich in den Abteilungen gebildet haben, die man jetzt erstmal vorbehaltlos besprechen kann. Und das Einzige, was ich eigentlich immer als Vorbereitung mache, kein PowerPoint, keine Flipcharts vorbereiten, nichts. Eine kurze Analyse aus meiner Moderatorensicht. Ich muss selber als Moderator, als Mentor tief ins Thema, sonst verstehe ich, dann weiß ich gar nicht, welche Fragen ich da moderieren kann und soll. Ich weiß nicht, ob das Ding vielleicht in der falschen Richtung läuft. Und das Wichtigste ist zu sagen, jeder darf alles sagen, ohne dass irgendeiner einen Fehler machen kann. Und das muss ich immer wieder betonen und immer wiederholen. Und dann kommen die ganzen Vorschläge, die ein bisschen schon abteilungsmäßig vorbereitet sind, auf den Tisch und die werden dann als Alternativen erstmal wertfrei nebeneinander gestellt. Das ist das, dieses wertfreie Nebeneinander gestellt von Optionen, die ich habe, ist extrem wichtig. Und das in der Praxis erlebe ich es nämlich so, wenn das nicht gut vorbereitet ist, der andere sagt, oh nee, hatten wir ja schon mal, ach nee, das hat schon vor 10 Jahren nicht geklappt. Und das geht gar nicht. Und da wird sofort bewertet, sofort gegengeredet. Und wenn das dann von der hierarchischen Machtseite gemacht wird, sprich von einem Bereichsleiter, von einem Geschäftsführer, dann ist auf einmal Ruhe im Raum. Dann ist der Alleinunterhalter. Wenn der es dann nicht versteht, Sachen auf den Punkt zu bringen, der steckt ja meist gar nicht so tief im Thema drin, die Prozessowner lassen den Dummen sterben sozusagen, ja, dann wird so nebulöse Sachen nachher verabschiedet. Am Ende einer stundenlangen Diskussion wird man wenig konkret, man geht auseinander und erreicht gar nichts. Und was ich jetzt eben erreiche, ist, wir haben sehr konkrete Schritte, die oft sehr konträr sind, Möglichkeiten, die sehr konträr sind, die völlig wertfrei erstmal hingestellt werden, die dann von jedem gleichberechtigt bewertet werden dürfen. So, und dann nicht bewertet im Himmel, einer ist falsch oder der andere ist richtig, sondern man muss es zielgerecht bewerten. Das heißt, ich will Ziel erreichen und welche Risikofaktoren trägt das jetzt, beziehungsweise welche Benefits trägt das jetzt. Um dann nachher, nach dem ersten abschließenden Workshop, und der wird 5 Stunden dauern, das wird eine anstrengende Geschichte werden, wird dann wenn 3 Alternativen vielleicht zur Verfügung stehen oder 2, die man der Geschäftsleitung final dann vorstellt. Wichtig ist, hauptsächlich reden die Abteilungsleiter und nicht die Chefs. Das ist mir ganz wichtig. Und ich werde als Moderator und Mentor extrem darauf achten, dass die ihren Mund aufmachen und zwar, dass die auch eigentlich den Faden, den roten Faden, den ich ein bisschen vorgebe, auch füllen. Und das ist die eigentliche Herausforderung, die ich ganz häufig in Unternehmen erlebe, die nicht erfüllt wird. Da ist immer einer, der dann die Vorträge hält. Das ist meist der Vorgesetzte, der sehr schnell Sachen abtötet und dann endet das im Nirvana. Und das ist so geht man an Prozessveränderungen heran. Und diese Findungsphase im Vorfeld, die muss sehr sorgfältig gemacht werden. Die hat Gespräche jetzt in der Krise gedauert bis nachts um 10, manchmal am Telefon. Da haben mich Mitarbeiter abends durch den Schichtbetrieb angerufen und gesagt, so jetzt habe ich mal Zeit ab 18 Uhr, jetzt kann ich mit dir mal was besprechen. Und dann kann ich nicht sagen, als Krisenmanager sagen, tut mir leid, jetzt ist es 8 Uhr, ich esse gerade. Dann sage ich, höchstens, lass mich mal eben runterschlucken, nochmal eben mein Wasserglas austrinken und dann rufe ich kurz zurück und dann reden wir darüber. Ja, das tun wir. Und zwar völlig unvoreingenommen. Das war eine sehr schwere Findungsphase. Und wir sind jetzt auf dem Weg, nach teilweise 10 Jahren Erfolglosigkeit Prozesse zu verändern in diesen beiden finalen Veranstaltungen. Und das ist etwas, was extrem eben wichtig ist, diese Atmosphäre da vorher zu stellen. Letztlich reden wir da auch wieder über psychologische Sicherheit. Ja, vielen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben. Ich persönlich finde das super interessant und spannend und frage mich jetzt im Nachgang, Sie haben ja auch sehr deutlich die Vorteile auf einer Ihrer letzten Folien aufgezeigt, wie beispielsweise Reduktion von Fluktuationszahlen, vom Krankenstand, aber auch Erhöhung der Kreativität, sicherlich auch ja des inneren Commitments der Mitarbeitenden. Können Sie da was zu sagen? Sie sagten, häufig ist es schon sehr schnell ein Effekt spürbar. Und angenommen, ja, es ziehen alle mit, alle machen mit. Wann schätzen Sie, sind die ersten spürbaren Verbesserungen im Unternehmen zu sehen? Die ersten spürbaren Verbesserungen, das hängt ein bisschen da ab, welche Grundvoraussetzungen ich treffe. Habe ich ein Unternehmen, wo, sage ich mal, nicht alles im Argen liegt, wo nicht, sage ich mal, die Flucht schon angetreten worden ist? Habe ich ein Unternehmen, was auch finanziell noch über Ressourcen verfügt, wo ich Dinge auch noch
bezahlen kann. Ja, wenn Unternehmen schon so tief in der Krise stecken, wo das gar nicht mehr möglich ist, wo sozusagen der Insolvenzverwalter schon quasi geklingelt hat, dann brauche ich da nicht mehr groß anfangen. Wenn, sage ich mal, einigermaßen durchschnittliche Bedingungen herrschen, habe ich so in den und alle Mitarbeiter mit dem Modell vertraut sind, über das wir hier gesprochen haben. Das ist ganz entscheidend. Die habe ich meistens, die Führungskräfte, einmal damit vertraut gemacht. Meist anfangs im Simulator, später in Workshops, wo wir dann konkret im Unternehmen die Probleme nach diesem Muster behandeln, wie wir es hier im Cockpit gelernt haben. Da ist die Vorbereitung da, da ist die Offenheit da. Die müssen wir auch vertrauen, ja? Sonst schaffen die das nicht. Das heißt, ich muss denen auch beweisen, ich bin nicht Partei. Ja? Ich rede nicht immer dem Geschäftsführer nach dem Mund zum Beispiel. Ja? Ich bin auch deren Sprachrohr manchmal. Dann habe ich so, sage ich mal, nach den ersten 3-4 Monaten im Unternehmen merke ich deutliche Erfolge. Deutliche. Ich verhindere Kündigungen von Mitarbeitern, die sagen, eigentlich wäre ich ja schon fast weg gewesen. Ja, aber jetzt sehe ich nochmal eine Chance. Ich sehe, dass Krankenstände von bis hin zur Sachbearbeiterebene auf einmal abnehmen, weil die merken, Mensch, jetzt hört mal einer zu, jetzt bewegt sich hier mal wirklich was. Mhm. Und ich erlebe es dann auch, und das ist ganz wichtig, dass Geschäftsleitungen sich öffnen nach unten. Das erlebe ich auch. Und wenn das dann mit einhergeht, dann haben wir wirklich nach 3-4 Monaten wirkliche Anfangserfolge da und so wie jetzt in einem Mandat, wo ich im zweiten Jahr immer mal mit Pausen auch bin, da merke ich schon gravierende Veränderungen in der gesamten Unternehmenskultur. Das Unternehmen ist schon extrem resilient. Das merke ich jetzt gerade in dieser Krisensituation. Da haben wir wirklich schwerstwiegende Entscheidungen treffen müssen, die hart auch in das Privatleben der Mitarbeiter eingegriffen haben. Ich sage mal Schichtdienst. Und trotzdem ist das Unternehmen zu Spitzenleistungen fähig. Ja? Bei niedrigstem Krankenstand und auch geringster Fluktuation. Ja, genau so eine Unternehmensführung kann man wirklich nur jedem Unternehmen und jeder Organisation wünschen. Wir haben jetzt noch eine praktische Frage reinbekommen. Ja. Welchen ganz einfachen Tipp haben Sie heute für uns als Führungskraft, den ich morgen sofort umsetzen kann, also einen simplen Best-Practice-Tipp? Ja, da tue ich mich ehrlich gesagt immer schwer mit, weil das ganze Leben, Internet, sozialen Medien ist immer die 5 Tipps, die besten Tipps zum, die Tipps hier, die Tipps da. Ist nicht in einem Tipp zu, kann ich Ihnen nicht sagen. Also letztlich, das hängt auch sehr individuell von den Menschen ab, der das jetzt umgesetzt haben möchte. Gut ist immer wirklich mal sich anfänglich, bevor ich überhaupt über Führungsmodelle rede, mich mit dem Thema psychologische Sicherheit für mich selber auseinanderzusetzen. Das kann ich jedem nur dringend empfehlen und das wirklich mal in einer Reflexion zu betrachten. Ich rate dringend davor ab, dringend, sich ein Buch zu nehmen, zu sagen, ich lese was über ein Führungsmodell und probiere das morgen gleich aus. Vordeck ist zum Beispiel. Ich erlebe das häufig, dass Mitarbeiter hier so einen Schnellkurs mit Vordeck mal bei mir gemacht haben. Ein Schnellkurs ist ein Seminar, da können die das nur kennenlernen. Da können die das einmal trainieren, zweimal trainieren, aber sie verinnerlichen das. Und dann gehen die ins Unternehmen und legen damit los und schon beim Faktensammeln scheitern die als Führungskraft, weil die das gar nicht beherrschen. So etwas, und das ist vielleicht der Tipp, nehmen Sie kein Wissen aus Büchern, schon gar nicht, was Menschen betrifft, in Ihrem Verhalten und versuchen, das anzuwenden. Das schaffen Sie nicht. Und das ist eine ganz große Erkenntnis, welche die Luftfahrt gewonnen hat. Die Kapitäne mussten erst sich verändern, erlernen. Das haben die nicht von heute auf morgen gemacht. Das hat 10 Jahre gedauert. Dann hat sich etwas bewirkt. Und vielleicht noch ein Tipp. Sie sind das Vorbild als Führungskraft. Auf Sie kommt es an. Sie bestimmen, was passiert im Unternehmen. Sie bestimmen das Verhalten der anderen. Ja, Leandro Herrero, ein geschätzter Kollege von mir, der hat das in seiner Welt, kann man mal googeln, Leandro Herrero, hat auch Bücher geschrieben, hat auch sehr gute Vorträge darüber gehalten. Das Vorbild ist entscheidend. Und wenn Sie einen schlechten Tag haben und sagen, heute, es geht nun gar nicht, dann bleiben Sie wieder zu Hause als Führungskraft, als dass Sie im Unternehmen irgendwie falsche Bemerkungen fallen lassen. Sie sind der Multiplikator. Das muss jeden Tag, jedes Mal bewusst sein, wenn er morgens in die Firma kommt oder in seine Organisation kommt. Ja, das waren sehr, sehr gute Hinweise. Ich selbst habe mir eben auch schon vorgenommen, heute Abend mal zu reflektieren, was mir selbst psychologische Sicherheit gibt und wie ich selbst dazu beitragen kann, diese anderen zu vermitteln. Und ich denke, da kann wirklich jeder direkt zu Hause mit beginnen. Eine weitere Frage, die uns im Chat erreicht hat. Herr Fengler, Sie sprachen über den Mythos der Augenhöhe.
Eine Win-Win-Situation zwischen Führungskraft und Mitarbeiter gibt es nicht per se, denn die Mitarbeiter disziplinarisch, fachlich abhängig sind. Wohlwollen entsteht dann, wenn die Führungskraft den Mitarbeiter in schwierigen Situationen nach oben vertritt, auch wenn es der Führungskraft selbst schadet. Gibt es hier Tipps für die Führungskraft für das Gespräch mit ihrer eigenen Führungskraft? Also Tipp ist wieder, es gibt nicht den Taschentipp, ja, den gibt es nicht. Aber als Tipp ist es, motivieren Sie auch Ihre Führungskraft, sich einmal mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Denn daran scheitert das ganz häufig. Das merke ich immer, wenn ich hier Führungskräfte aus Konzernen habe, die ja in der Regel in einer Sandwich-Position sind. Selbst der Vorstand ist das immer noch, wenn ein Aufsichtsrat da sitzen hat, der zum Beispiel öffentlich besetzt ist, durch Staatsbeteiligung besetzt ist, dann ist es unendlich wichtig, dass der weiß, über was sie reden. Und nur wenn ihre Führungskraft weiß, wie sie unten agieren, dann hat das Ganze eine Chance. Sonst können sie unten alles richtig machen und sie kriegen es oben ständig kaputtgeschlagen. Und dann haben sie auch wieder ein Problem, es nach unten zu vertreten. Das heißt, fangen sie eigentlich oben an, ihr Problem zu lösen, nicht unten. Wenn Sie sich morgen vornehmen und sagen, ab morgen stehe ich auf, wenn die Sonne wieder aufgeht und sage, ab sofort praktiziere ich das, was Herr Fengler gesagt hat, dann sage ich mal, ist das zumindest ein gutes Vorhaben, werden Sie aber viel dran üben müssen, dann hat das überhaupt keinen Sinn, wenn Ihre Führungskraft komplett anders tickt und nach dem alten Held der Wirtschaftsmodell arbeitet, ja? Nach dem Patriarchensystem arbeitet, dann haben Sie keine Chance. Das können Sie nicht. Das überleben Sie nicht. Und deswegen ist es wichtig, fangen Sie oben immer an. Oben besprechen Sie das einmal und sagen, ich habe hier was Neues kennengelernt, lassen Sie uns mal über bestimmte Themen in Ruhe reden. Und tun Sie es nicht zwischen Tür und Angel, sondern nehmen Sie sich Zeit dafür, beide Führungskräfte, also Ihr Chef und Sie, gehen Sie in eine andere Atmosphäre und sagen, ich möchte mit Ihnen mal was in Ruhe besprechen. Und wenn der Ihnen sozusagen den Freiraum gibt und sagt oder selbst sagt, ich beschäftige mich da auch mal mit, machen Sie das mal, dann haben Sie eine Chance, auch das unten zu praktizieren. Ich erlebe das leider immer wieder bei Führungskräften, dass sie es umgekehrt machen. Die fangen dann an, unten natürlich in ihrem Einflussbereich es zu praktizieren und laufen oben vor die Wand. Und das ist wirklich schade. Ja, damit haben Sie es wirklich nochmal auf den Punkt gebracht. Wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich, Herr Fengler, für diese Einblicke in das Krisenmanagement aus der Luftfahrtindustrie, welches wir heute in Unternehmen und Organisationen mit Ihnen übertragen durften und Ihnen da sehr gut folgen konnten. Auch einen ganz herzlichen Dank an Frau Dr. Fengler. Wir wissen, sie ist als Begleiterin im Hintergrund mit dabei. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank. Genau, meine Frau ist immer mit dabei, genau. Hallo. Bereitet mir die gesamte Wissenschaft auf. Das will ich nochmal betonen. Es ist ein unwahrscheinlich wissenschaftlich fundiertes Modell und wir verbringen eine ganz wesentliche Zeit im Unternehmen, und das macht hauptsächlich meine Frau, mit dem wissenschaftlichen Lesen von Studien, Lesen von Literatur, die dazu veröffentlicht wird, von wissenschaftlicher Seite, das Auseinandernehmen, Vergleichen, wie kriege ich das übertragen in die Praxis. Das ist ganz entscheidend. Ich bin kein Befürworter von so Taschenspielertricks bei Führung, weil ich arbeite hier am Menschen und ich arbeite da auf einer, sage ich mal, sehr gefährlichen Ebene, weil ich kann damit großes Leid anrichten, genauso wie ich große Freude anrichten, große Fortschritte anrichten kann. Und wenn ich da nicht wirklich fundiert arbeite, und das ist das, was ich im Cockpit so schätzen gelernt habe, auch in meiner Karriere, und deswegen übertrage ich es in Unternehmen, und deswegen ist es da auch erfolgreich, deswegen ist dieses wissenschaftliche Fundament für mich ganz, ganz, ganz bedeutungsvoll. Vielen herzlichen Dank. Und ja, uns haben Sie heute sehr viel Freude bereitet mit diesen Einblicken. Ja, wir freuen uns auf das Deep Dive Seminar mit Ihnen. Wer sich noch anmelden möchte, wie gesagt, wenige Plätze haben wir noch. Wir werden das Ganze nämlich in einer kleinen Gruppe anbieten. Alle sind per Video mit Herrn Fengler zugeschaltet, sodass Sie sich wirklich eng miteinander austauschen können. Und überhaupt erstmal das Vertrauen, die psychologische Sicherheit alleine durch das Sehen des Gegenübers, durch das Hören der Stimme der anderen Teilnehmer hergestellt wird. Und ja, wir freuen uns sehr darauf. Dann, vielen Dank.
Vielen Dank an Sie, Frau Moret, an Ihr Team, aber auch an die Teilnehmer, die ich ja nicht persönlich kenne. Ich freue mich, dass es Ihnen gut gefallen hat und freue mich dann, den einen oder anderen wiederzusehen in den folgenden Wochen in den Deep Dives. Vielen Dank. Wunderbar. Dann wünschen wir allen noch einen wunderbaren Tag. Ja, bleiben Sie gesund.